So, jetzt haben wir wieder so viel gequatscht, dass ich erstmal einräumen muss. Ja, Musik ist mir egal, ob du gerade so dramatisch wirst oder nicht. Ich muss jetzt erstmal hier einräumen und alles und tralala und pipapo. Trinken können wir auch mal was, sehe ich gerade. Feuer brauchen wir auch. Essenskiste, die können wir auch mal tauschen tatsächlich. Jetzt wird es so richtig voll hier, was das angeht. Das ist natürlich echt blöd, ne? So, warte mal. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Nein. Ja, Zink. Okay, Scrap Metal. Ich komme. Ich fülle auf. Eine Kiste haben wir fast voll. Wow. Das... ja, die nächsten Runden sind auf jeden Fall da, um halt zu sammeln. So, Essen, 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 Essen. Rein, rein. Ah, nee. Können wir ja drin lassen. Aber hier, das trinke ich einfach mal weg. Komm, egal. So. Die Musik ist dramatisch. Wir haben voll, ne? Wir leben quasi von Holz, was wir finden. Das finde ich super. Weil somit brauchen wir eigentlich erstmal nicht an unsere Ressourcen rangehen. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, Freunde. Ich würde sagen, es ist gleich Zeit, dass wir aufräumen. Aber zuerst nehme ich noch alles das mit, was sie ist. Aber schön, am Depot kriegen wir auch wieder Ressourcen. Das ist ja gut. Das feiere ich. So. Ja, ja, ja. Was passiert eigentlich, wenn ich hier draußen bin? Bin ich automatisch in den Zug gezogen? Wenn er jetzt in das Depot fährt? Ja, wir müssen auf jeden Fall verlängern. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als wie den Zug zu verlängern. Ich frage mich, wenn wir die Steam Engine bauen würden, ne? Ob wir dann den anderen Zug entkommen könnten. Der uns da immer quasi begegnet auf dem zweiten Gleis. Ich will einmal dahinter gucken. Nur einmal dahinter gucken. Oh ja. Geht nicht. Back to train. Uah, ich komme. Huch. Es ist alles nicht so, wie es scheint. Na dann, Freunde, ich würde sagen, herzlich willkommen wieder im Phantasialand. Ich gehe direkt runter vom Zug. Freunde, da sind sie schon am Schießen. Wow. So, Kandidat 1 ist down. Ich brauche Munition. So viel steht schon mal fest. Munition? Munition? Ah, ich habe ein bisschen was gesammelt, glaube ich. So, Action! Ja, mit der Waffe geht es auf jeden Fall besser. So, steht schon mal fest. Was, wer schießt denn da? Okay. Boah, Alter, was ist mit dem denn passiert? Holy shit. Munition. So, jetzt wird aufgeräumt. Hä? Was mit dem denn? Was mit ihm? So, den haben wir. Aber hier sind bestimmt noch mehr. Da würde ich für wetten. Ich höre noch einen. Natürlich. Alter. Alter, was qualmt der ab? So, Munition im Moment. Hallo, wer, was, wo? Wo? Da hinten. Freunde, bevor wir aber jetzt hier anfangen, weiter zu kämpfen. Token. Pickup. Nee, ja. Können wir mal gucken, wie gesagt, ob wir...
Ob wir bei der Waffe dann tatsächlich, ob die besser ist. Die Musik. Sollen wir eine Runde spielen? Komm, wir spielen eine Runde. Wuhu. Ja, geil. Was kriegen wir denn dafür? Für ein Fragezeichen. Oh, Tomato Seeds. Woo, wir können Tomaten anbauen. Oh, wie geil. Das heißt, wir können den Garten wieder bauen, den wir abgerissen haben. Ganz großes Kino. Und da ist wieder ein neuer Freund. Oh, der ist ja süß. Wir müssen den auf jeden Fall einen neuen Dings bauen. So viel steht fest. Aber erstmal würde ich mich jetzt so ein bisschen... Hä, was, wer, wo? Wo, wer, was, wo? Oh nein, der schießt auf die Kiste, ne? Oh, fuck. Das ist nicht gut. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll. So. Gibt's Granaten? Ich würde gerne Granaten haben. Brauche ich nicht, wenn es so weitergeht. Hä, was machen die denn da? Was? Wer? Wo? Oh, da ist ein Dickerer. Oh ja, der hält ein bisschen mehr aus. So, mein Freund. Was war das jetzt von dir? Ich habe noch einen Token. Wir können gleich noch eine Runde spielen. Pick up. Sehr schön. Oh, wir kriegen ganz viele Token. Das ist sehr schön. Geil. Geil. Token sind immer gut. Waffenteile. Ja, müssen wir gucken. Nach den auf Space, nach den auf Space, nach den auf Space. Oh, aber Tomato Seeds. Oh ja, wir können Tomaten anbauen. Tomatensamen. Ich freue mich. Ich hoffe, die haben uns jetzt nichts zerschossen da irgendwie. Sieht nicht so aus. Ist alles, glaube ich, noch da, ne? Gott sei Dank. Puh. Ich weiß nicht, ob das alle waren. Was könnten hinten noch welche, im hinteren Bereich noch welche sein? Not enough space. So. Ja, trotz alledem würde ich mich jetzt erstmal hier umgucken, bevor wir wo drüben weitergehen. So. Oh, da ist noch ein Token. Hallo. Und Waffenteile. Wir sammeln so viele Waffenteile für Revolver. Oh, Revolvermodul? Warte mal. Change. Revolver. Griff haben wir nicht. Frame. Arrow. Oh, Range. Aber Feuerrate geht runter. Nee, dann lieber nicht. Aber wir hatten doch hier Waffenkisten, ne? Die sind bestimmt alle schon voll. Ja, das haben wir gedacht. Ja, das haben wir schon irgendwie gedacht. Okay, da sind noch Container für Waffen. Können wir mal gucken, dass wir die Waffen vielleicht mitnehmen und da reinpacken. Die Jungs lösen sich auf. Hier ist noch ein Waffenteil. Mann, ich will nicht so viele Waffensachen mitnehmen, weil wir haben nicht so viel Platz dafür. Not enough space, ja, das habe ich mir schon gedacht. Gut. Ja, hier geht die Waffe rein. Das, das. Und dann können wir ja nachher mal gucken. Beziehungsweise mal schauen, ob wir davon irgendwas gebrauchen können. Um unsere Waffe noch zu verbessern. Die ist richtig gut, finde ich. Die haben wir richtig gut gelevelt. Also wir haben da richtig gute Waffenteile dran gebaut. So, Holz nehme ich mit. Ich weiß, wofür war das gewesen? Für Müll, ne? Ressourcen in this box will be not safe, will not be saved if you leave the depot without packing them up. Das heißt, das ist quasi wie so ein Müllcontainer, wo wir Sachen reintun können, die wir nicht gebrauchen können. So, das heißt, ich gehe jetzt erstmal hier rum. Alles unter Strom. Da drüben sind bestimmt noch Gegner. Da wette ich mit. Aber das erinnert echt so stark an Metro, auch mit dem Arm, mit der Uhr und so, ne? Ob das irgendwann später noch eine Bedeutung bekommt? Ich finde es schade, dass man hier nicht so viel Sachen interagieren kann. Keine Schränke öffnen oder so. Das wäre noch cool. Aber wir kriegen jede Menge Ressourcen. Das feiere ich ein bisschen. So, dann gehen wir mal oben gucken. Beachtung, Sicherheitsraum. Pick up, not enough space. Okay, sehr schön.
Klick, 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 klick. Hatten wir nicht mehr wie 18 Schuss? Wieso haben wir denn jetzt nur noch 18 Schuss? Hatten wir nicht irgendwas mit 21 immer gehabt? So, merkwürdig. Da liegt noch ein Waffenteil. Weapon-Modul. Und da liegt noch... Was ist das denn? Ach so, so ein Nova Rüstungspanzer, den haben wir nicht. Ach so, apropos Rüstungspanzer, ne? Ja, ich will nicht so viel Waffenteile sammeln. Nein, wir können die auch entsorgen zur Not, ne? Create. Das, ja. Wir können sogar Waffen createn, was ganz toll ist. Ah, es ändert also nichts, okay. Theoretischerweise können wir auch ein bisschen was entsorgen einfach davon, weil es bringt eigentlich nichts. Ah, warte mal. Change, können wir hier irgendwas anbauen? Oh, damit wird sie noch besser. Guck mal da oben rechts. 11 Damage plus, 66 Feuerrate plus, 28 Akkuratie plus und 6 Stabilität. Das nehmen wir. Definitiv. Hallo, Freunde. Aber selbstverständlich. Hallo. Sehr geil. Ja, komm, packen wir da rein. So, ich sortiere mal ein bisschen. Chemikalien 1, Chemikalien 2 ist fast voll. So, dann haben wir das da drin. Ich würde mal sagen, wir waren da, glaube ich, jetzt überall, ne? Oder? Ich glaube, hier war oben, glaube ich, sonst noch nichts, ne? Ja, weiter höher kommen wir, glaube ich, auch nicht. Okay. Das heißt also, wir können unten rübergehen. Ich würde da drüben vielleicht erstmal rüberwandern. So. Sehr geil. Okay. So. Was ist das hier? Achso, Black Metal. Ja gut. Oh, Fett. Fett haben wir schon lange nicht mehr bekommen. Hier liegt ein dicker Holzstamm einfach auf dem Dings. Auf dem Schreibtisch. Oh nein, Leder. Oh mein Gott, wir haben... Was passiert, wenn ich da drauf... Nein, ich schieße nicht darauf. Was soll das sein? Ein Void-Würfel? Oh nein. Na toll. Großartig. Gut. Not enough space. Wir haben genug Munition. Sind hier noch welche? Kommt so voll, es werden hier nicht mehr so viele. Okay, Munition ist voll. Und jetzt ist Inventory voll. Ja, okay. Eine Last. Es ist eine Last. Mal gucken, vielleicht machen wir auch zwei Waggons. Ich weiß noch nicht. Müssen wir mal gucken. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Mit unserem Bauen. So, packen wir mal Scrap Metal rein. Sehr schön. Holz haben wir auch. Was voll ist. Ja, wir müssen Holz auch irgendwie erweitern oder irgendwie, keine Ahnung. Chemikalie. Da, Leder war voll, ne? Ah, oh, Leder ist so ärgerlich. So, Fett. Seeds packe ich auch mal mit da rein. Das Holz lasse ich mal in Tash. Ich habe voll Holz auf Tash. Ist ja süß. Würde ich gerne für meinen Zug haben als Deko. Mann, ich würde gerne Wände bauen. Für meinen Chuchu. Chuchu. Boah, jetzt strahlt die Sonne hier rein. Oh, ich sehe jetzt gerade gar nichts mehr. Ho. Da ist Holz. So, hier haben wir noch was zu looten. Sehr schön. Alter, wie viel Holz wir einfach kriegen. Ich wünsche mir, wir würden mehr Scrap Metal kriegen. Gesagt, getan. Wir können eher Scrap Metal gebrauchen wie Holz. Weil Holz haben wir en masse. Oh, schon wieder. Das, was du brauchst, das kriegst du nicht.
Und das, was du nicht brauchst, das kriegst du in Hülle und Fülle. So, Munition brauchen wir gar nicht gucken, haben wir genug von. Hey, Fußball! Und er schießt, und er schießt, und er schießt daneben. Und, Ah, und er schießt. Und jetzt schießt er. Und er schießt. Und er schießt nochmal. Und. Tor! Ja, okay. Find witzig, dass hier halt so ein Fußballstadion steht. So, Munition haben wir genug. Hier sind die Haltestellen zum Warten oder die Sitzbänke. Da unten gehen wir gleich gucken, oder? Oder machen wir das jetzt? Oh, wir machen das jetzt. Dann haben wir unten den Bereich auch abgeklappert. Da ist noch eine Munitionskiste. Ich finde super, dass halt hier so Munitionskisten rumstehen. Das ist sehr geil. So, da drüben waren wir. Oh, Alter. Jetzt ist aber die Sonne hier wieder am Reinpfeifen. Alter Schwede. Die Sonne kommt raus. So. Nochmal eine Munitionskiste. Das ist ganz toll. Und hier haben wir wieder toll die Spinde des Todes. Wo nichts drin ist. Ich weiß nicht, warum ich es mache. Keine Ahnung. Aber ich ärgere mich, wenn es wirklich so ist und irgendwann mit dem Update was reinkommt. Und ich dann anfange, nicht mehr aufzumachen. Irgendwann werden die Entwickler wahrscheinlich da was reintun. Da würde ich verwenden. Wie gesagt, ist immer noch Early Access. Das war's hier schon? Oh nein, oh nein. Geißel der Menschheit, Spinde. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Warum sind das immer Spinde? Warum muss das immer Spinde sein? Ja, dann war's das hier ja schon. Dann war's das. Ich bin enttäuscht. Ich bin mega enttäuscht. So viel gab es jetzt hier auch nicht, ne? Nun gut. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, spielen wir ein bisschen am Automaten. Vier Token haben wir. Gucken, vielleicht gewinnen wir ja den Hauptpreis. Was ist denn der Hauptpreis? Hauptpreis ist... Oh, hier, Alter. Drei Schweine. Alter Schwede. Piggy Bang. So, ich würde sagen, wir machen eine Runde Automat. Nein. Voll geil. Ich muss sagen, ich mag diesen Automat. Der sieht aber auch so gut aus, ne? Es ist einfach großartig. So, let's go. Und. Na, toll. Danke. Oh, geil. Waffenteil. Grünes. Was ist das denn? Munition. Toll. Der letzte Token. Und noch ein Token. Nochmal spielen. Eine Prophezeiung. Change of was? Encountering Outposts. Wofür sind denn diese Prophezeiungen? Ja, hat sich ja eigentlich gar nicht gelohnt, muss ich sagen. Überhaupt nicht. Also, voll nicht. Seufz. So. Ja, Fridolin, schlaf du mal. Ist, glaube ich, besser für alle hier. So. Gut. Freunde. Wir füllen auf. Balance-Magazin. Ja, das ist ja ganz toll. Danke. Wood haben wir genug. Wir haben den ganzen Dings voller Wood. Und wir kriegen noch mehr Wood. Chemikalie. War voll, ne? Jetzt. So, was machen wir mit dem ganzen Holz und alles und tralala und pipapo? Also, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal als allererstes... Kann ich die Prophezeiung an dem Stein erfüllen? Also geht das? Kann ich nicht usen, ne?
Nein, das geht nicht. More Details. Favorit. Okay, hier ist nur für Kiste. Aber ich weiß nicht genau, wofür die Prophezeiungen sind. Hat der rotende Augen? Hat der rote Augen? Oh, der hat leuchtende Augen. Alter Schwede. Aber klingt lustig. Die Prophezeiung irgendwie. Change of Encountering Outposts. Oder Chancen. Dass man mehr Chancen hat auf Outposts. Oh, wir haben noch. Oh, warte mal, wir haben noch einen Token. Oh, Moment. Warte mal. Ich rüste mal wieder unsere Rüstung auf. Und ich mach mal eben, warte mal. Ich muss ein bisschen das Rollo runtermachen, sonst sehe ich hier gleich nichts mehr. Die Sonne ist so der Meinung, so, ich knall hier mal rein. Voll die Action. So. Dann machen wir hier mal eine Runde. Automat. Toll. Also, Scheißding! Scheißding! Mann. Glücksspiel halt, ne? Okay, pass auf. Ich würde sagen, wir gucken mal. So, ich würde sagen, wir machen ein Ad-Waggon. Dazu... Ach du Heiliger, was wir dafür brauchen. Aber Upgrade-Waggon, was heißt denn Upgrade-Waggon? Plattform Limit Reached. Ach, dann wird die breiter, ne? War doch, glaube ich, so, ne? Hier. Hier ist ja, glaube ich, auch irgendwie breiter geworden oder so. Oder wo war das nochmal? War das hier? Okay, wir brauchen zwei Federn, zwei Kugellager, zwei Schrauben. Zwei Federn, zwei Kugellager, zwei Schrauben. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden, aber wir gucken mal. Zwei Federn, zwei Kugellager, zwei Schrauben. Zwei Kugellager, zwei Federn, zwei Schrauben. So, gucken wir mal. Warte mal. Nicht, dass ich jetzt die falschen Barren mache. Zwei Kugellager. Mhm. Zwei Federn und zweimal Schrauben. Okay, wir brauchen insgesamt zwei, vier, sechs Barren schon mal. Dann haben wir schon mal fünf. Und dann brauchen wir dieses Dings, ne, hier. Das machen wir am Lab. Was brauchen wir denn dafür? Ah, Chemikalien und Fett. Das haben wir da. Das haben wir alles vor Ort. Das ist nicht das Problem. So, Chemikalien haben wir sogar in Tash. Fett. Brauchen wir es einmal? Ne, zweimal brauchen wir es, ne? Ich glaube, man braucht einmal Fett. Bin mir nicht sicher. Schauen einfach mal. Weil ich würde schon gerne, den Zug aufleveln. Also zumindest noch einen Waggon dran. Und da müssen wir mal schauen. So. So, fünf. Einen brauchen wir noch, ne? Wir hatten ja, glaube ich, gesagt sechs. So, wir wollen zweimal Schrauben. Oh. Natürlich. Dann brauchen wir zweimal Federn. Na, natürlich brauchen wir nochmal Feuer hier. Warum denn auch nicht? Not enough space. Natürlich. Da fehlte was. Ich lasse mal ein 5er-Stack hier auf Tash, falls wir nochmal Barren brauchen. So, und dann brauchen wir jetzt noch zweimal Kugellager, ne? Sagst du? Gut. So, die Chemikalien kann ich auch schon mal wegräumen. Die brauchen wir auch schon nicht mehr. Dann haben wir das auch. Da oben rein, bitte. So, ein bisschen sortiert haben wir auf jeden Fall schon mal, wenn ich überlege, wie wir angefangen hatten. Holy shit. War es das jetzt oder fehlten noch Barren? Ich bin mir jetzt nicht sicher.
So. Add a new Waggon. Ja, 4 Barren brauchen wir noch. Ja, das haben wir schon gedacht. 4 mal Barren. Nein! Nur 3 erstellen. Oh mein Gott. So. Ja. Wir brauchen ja 2 für 1, genau. 2 zu 1 ist die Regel. Da können wir nämlich da vielleicht die Workbench hinbauen oder so. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir die Workbench 1 dann auch brauchen. Ob wir die dann demontieren können. Die Armory würde ich vielleicht dann auch irgendwie anders hinsetzen. Der Ofen da hinten kann da bleiben. Ah, ich weiß noch nicht, wie wir das machen. Ich muss erst mal gucken. So. Nee, Quatsch. Wir wollen ja nur einen Barren, ne? Das Feuerholz wird nicht reichen. Oder? Nee, das reicht nicht. Oder doch? Okay. Das war weird. So, Ed Waggon. Die Musik. Ed Waggon geht nicht. Plattform Limit researched. Was? Reached. Achso, Limit haben wir reached. Achso, wir haben nur ein Limit von 2 Waggons? Ja, und was mache ich jetzt? Upgrade-Waggon. Da geht's. Nee, geht auch nicht. Doch, da geht's. Hä? Wilde Modul? Transmission Handle. Davon haben wir noch gar nichts Neues gefunden. Da geht's nicht. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Aber wir können hier vorne upgraden. Warte mal, ich mach mal. Ah, okay. Ja, da ist sehr schön. Nice. Was? Lokomotiv? Handrails? Oh, was? Wir können Handrails bauen? Leck mich fett. Ging das vorher auch bei den anderen? Nee. Okay, das ist nice. Dann haben wir ja jetzt doch eine Verlängerung vom Zug. Heißt also hier hinten, also hier unser, also der Hauptwaggon ist größer geworden. Wir können hier Boden bauen. Dazu brauchen wir, glaube ich, wieder Holz, ne? Ja. So. Aber die Handrails, die waren ja ganz geil. Aber bringt uns das was, wenn wir die Handrails bauen? Ich frage für einen Freund. Einfach mal just for fun. Können wir noch ein paar Barren her? Ich glaube, Schrauben brauchen wir dafür auch, ne, oder? Wir gucken einfach mal. Zwei Schrauben, 2 Barren. Also brauchen wir 4 mal Barren. Wir haben jetzt 3. Also muss ich noch 1 herstellen. 1 Barren. Hier war schon wieder alles leer, natürlich. Ja, ich sag ja, also wir brauchen auf jeden Fall... Wir müssen auf jeden Fall Scrap Metal sammeln in der nächsten Zeit. Definitiv. So, 1 brauche ich noch. Ja, das ist ganz toll. Ich freue mich, dass wir auf jeden Fall erweitern können. Das ist schön. Also mehr wie 2 Waggons können wir aktuell noch nicht machen. Das wird wahrscheinlich vielleicht später noch gehen, dass wir da noch erweitern können. Aber wie lange können wir denn unseren Hauptzug machen? Ja gut, die Steam Engine muss draufpassen, ne? Das muss man ja auch sagen, ne? Achso. Entschuldigung, ich habe vergessen, die Schrauben zu bauen. Ach, wisst ihr was? Wir machen das einfach in der nächsten Folge. Und dann bauen wir hier mal die Rails. Mal gucken, was wir da so machen können. Und ob das dann für den ganzen Zug gilt? Ich glaube nicht, ne? Naja, gut. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen bei der nächsten Folge Void Train. Dann geht's weiter und ja, ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.